Die Map hat doch alles, was ich gerade suche. Sie ist ein bisschen anspruchsvoller geworden, dadurch, dass jetzt die Wölfe hier rumrennen sollen. Ich habe sie zum Glück noch nicht gesehen. Ich suche die ganze Zeit Elch und Schweine. Also, die haben wir auch hier. Ein paar Bären habe ich auch schon gesehen. Das heißt also, da sind die Bären. Zwei direkt. Ich könnte hier richtig gut was wegholzen im Frost und Schnee und habe trotzdem noch immer so ein bisschen Angst im Nacken, dass mich gleich so eine Gang Wölfe wegfrisst. Ja, frisch angefangen hier auf der Tiger Map und ich erkunde mal so ein bisschen erstmal. Ja, eine Map, die tatsächlich, also ich kenne sie ja von früher noch und es war tatsächlich mit meine unbeliebteste Map. Und als ich heute im Livestream gehört habe, alten Wölfe auf der Map, ja Mann, sehr, sehr nice. Ich bin mega happy damit. Das ist doch was, was die Map mit Sicherheit einfach mal komplett aufwertet und das Ganze doch deutlich spannender macht. Guck mal hier, Rentier. Oha, habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Rentier ist natürlich auch richtig nice. Ja, Wölfe auf der Map. Ich bin gespannt, ob ich hier auf Wölfe stoßen werde. Ich werde hier erstmal ein bisschen rumrennen. Ich habe mir gedacht, ich renne mal so grob hier oben hin. Hier waren immer mal wieder eben auch Bereiche, wo die Elche rumrannten oder wo eben auch, warte mal, ich glaube hier auf der Insel, ne? Ich glaube, hier auf der Insel oder hier waren die Wildschweine immer mal. Wenn das noch so ist. Ich meine, es ist ja hier ein ganz neuer Jäger. Das heißt, hier ist auch eine ganz neue Map sozusagen. Also komplett alles neu verteilt. Ja, ich bin gespannt und renne erstmal ein bisschen los und suche mir nächste Basen. Also eine Basis erstmal als erstes, einen Außenposten. Und im Idealfall schon die ersten Elche, Wölfe oder Schweine. Wildschweine. 90 Meter vor mir. Come on. Männlicher Keiler hier, genau. Komm, schön. Oh, der geht über einen Stein, den ich nicht sehe. Ich hoffe nicht, dass da ein Stein war, den ich nicht gesehen habe. Irgendwas war da eigenartig. Irgendwas war da eigenartig. Nee. Sitzt. Perfekt. Und da muss ich gar nicht lange suchen. Da ist die Spur. Und da vorne liegt es dann auch schon. Wow. Hellbraun von der Färbung, Silberwertung, aber keine. Oha. Doch zu weit hinten. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Mann. 4 Stoßzähne. Wertung. Wären in Gold gewesen. Leider abgewertet. Weil nicht gut getroffen. Ah, schade. Naja. Aber mitgenommen. Boah, ist das hier weiß. Ja, weitersuchen, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Im Moment bin ich natürlich gerade unterwegs zur hier ansässigen Base. Da ist sie. Und dann geht es gleich von der Base aus hier weiter an dem Bogen, hier über die Insel. Und dann hier gucken, ob hier nicht noch irgendwo die Elche sind. So, die Base ist eingenommen und ich habe mich nochmal ein bisschen neu ausgerüstet. Habe jetzt hier verschiedene Kaliber dabei, also für alle Fälle quasi gerüstet von 1 bis 9. Komplett alles dabei, halbes Waffenarsenal. Und jetzt geht es eigentlich allerdings in die Richtung. Mal eben gucken, ja doch, passt, der Wind spielt auch mit. Ich gehe allerdings jetzt so eine kleine Kurve wiederum, dass ich noch mehr dann den Wind entgegen habe. Also ich laufe hier jetzt eine kleine Kurve, damit ich hier einmal jetzt gleich rübergehen kann. In Richtung Nordost
Und dann laufe ich dem Wind halt perfekt entgegen. Also, los geht's. Und da geht's auch schon los. Erste Elchkuh auf der Insel. Und ich bin noch nicht mal so wirklich am Wasser. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Elch nehme ich natürlich sehr gerne mit. Und da sind die nächsten. Jawohl. Sehr nice. Da haben wir doch einen Dreier. Okay. Ist jetzt noch nicht so der Burner. Aber immerhin besser als da hinten die kleine Elchkuh. Sonst ist da auch nichts. Mal eben von hier aus gucken. Ja, das sieht doch gut aus. Da würde ich sagen, gehen wir auch mal rein. Dann nehmen wir nämlich den Dreier hier raus. Und die anderen kleinen, die lassen wir so, wie sie sind, auf 350 Meter. Da geht es jetzt rein mit der... Na, wie hieß sie noch, die neue? Tsuguri. Tsurugi, so rum. Perfekt, 7 bis 9 von der Munition her. Und ich zoome nochmal eben ran hier so ein bisschen. Ja, wir gehen einfach knapp in die Lunge, knapp in das Bein. Das sollte doch funktionieren. Auf 300 Meter, schön rangezoomt. Bisschen höher. Oh, 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 Luft, 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 Luft. Das sollte doch passen. Die eine Elchkuh kriegt einfach nichts mit. Auch nicht schlecht. Jetzt so langsam die Richtung hier merken. Ich markiere das mal so grob in diesem Bereich. Und liegt. Also hier war der Anschuss, dann in diese Richtung weitergelaufen. Das ist gut. Das heißt, ich laufe jetzt gerade noch ein Stückchen mit dem Mief, also mit dem Wind sozusagen und kann dann gleich aber komplett gegen den Wind hier einmal über die Insel rüber gehen. Hier gucken, was da alles rumläuft. Und dann eben hier in diesem Eisgebiet und an diesem halb zugefrorenen hier nochmal weiter auf Elche gehen. Okay, hier vorne sind die Spuren und ich glaube da hinten, ja, die grüne, das müsste die Blutspur sein. Aber irgendwo brüllt hier noch ein Elchbulle, ein weiterer Raum. Und deswegen bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig und langsam hier weiter unterwegs. Die Map ist einfach mega atmosphärisch. Oh, perfekt. Okay. Perfekt. Weit ist er nicht gekommen. Also gut in die Lungen reingetroffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir hier vielleicht sogar noch einen? Da vorne liegt er schon. Tipptopp. Und jetzt die Augen offen halten, schön leise sein. Und natürlich die Ohren. Es ist ja so super dicht hier. Ist hier noch ein Elch? Oder ich lock sie gleich. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn der doch hier ist, einfach den Call. Oh mein Gott, ein Bär. Warnruf. Ja, ich bin einfach zu laut. Ich bin einfach ein untrainierter Jäger noch. Mir fehlen noch die Skills im Gebüsch, leise laufen und sowas. Merkt man einfach. Hey Elch, Grüße, nen Dreier Elch. Oh, das zählt doch als lebenswichtiges Organ, okay. Ach, in die Leber, straight up in die Leber, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber ganz normale Silberwertung, nicht so wirklich effizient. Irgendwas knirscht hier. Irgendwas knirscht hier. Ich versuche mal an eine Stelle zu kommen, wo ich ein bisschen mehr sehe. Das ist er doch. Eurasischer Luchs, das war noch nicht der Luchs. Okay, ich stelle mich jetzt hier ins Gebüsch.
baue den Caller auf und dann geht es los. Ich bin hier perfekt unsichtbar. Sehr gut. Caller. Einmal drehen, so in alle Richtungen. So. Schön weit nach da vorne. Und jetzt geht's los. Grauwolf. Ich hab so Bock. Rentier. Braunbär. Elch. Ja, Mann. Zeig's ihm. So wird hier gecallt, Alden. Erstmal auf Antwort warten. Und gucken, reagiert hier was. Und da kommt die Antwort. Immerhin noch mit einem Warnruf. Mit einem Warnruf von einem Elch. Nachteil natürlich an diesem Caller, wenn man ihn so nach vorne stellt. Man hat ihn immer direkt vorne sich stehen, vor sich stehen. Und will ihn oder könnte ihn halt immer mit E dann dieses Zerlegen machen. Ich weiß gar nicht, ob ich dadurch dann etwas markieren kann. Nee, kann ich nicht, weil ich drücke ja dann E fürs Markieren. Also, das geht natürlich dann nicht. E drücken und markieren und gleichzeitig der Caller vor der Nase. Uncool. Warnruf, Rotluchs, warte mal. Hatten wir nicht gerade noch den Rotluchs auf dem Eis stehen? Und da hinten rennt der Bär. Oh, mach mich mal nicht fertig, Alter. Wenn das der 6er Rotluchs ist, das wäre doch der Hammer. Für einen Rotluchs komplett unsichtbar ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir hier ein quietschendes Kaninchen. Da kann er doch nicht widerstehen. Ja, direkt neben mir. Oh, close. Der Luchs ist Stufe 3. Okay. Oh, 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 oh. Ob der jetzt hier durchkommt, dann ist der direkt neben mir. Close. Oh Mann, Mann, Mann.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der ist irgendwo hier zwischendrin. Ist das krass, ich höre nur die Schritte. Puh. Ein Sechser war's. Am besten No Scope. Über Kim und Korn gleich. Wenn er nicht so schnell ist, müsste das passen. Ich bin nur auf 50 Meter genullt sonst. Der ist direkt hier vorne. Der ist direkt dahinter dem Gebüsch. Ist das krass. Ist das krass. Ja, Riesenvorteil hier mit dem Elektro-Caller. Es callt die ganze Zeit. Und man kann einfach hier schon stehen und drauf rumaimen. Entfernung hier 26 Meter. Okay. Ist das vielleicht schon die Spur? Nee, die ist zu groß. Warum macht er einen Warnruf? Und wie nah kommen die zu diesem Caller? Wie nah gehen die ran und gucken sich das an? Aber ich, da muss ich den vielleicht irgendwie verstecken? Oh mein Gott. Und ich hab's mir gerade gedacht. Und ich hab's mir gerade gedacht. Warum kommt der Warnruf von einem Elch? Warum kommt der Warnruf von einem Rentier? Was hat auch Interesse an einem quietschenden, kleinen, kaputten Jägerlein? Die Wölfe kommen. Ich muss weiter zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf was reagieren die Wölfe? Grauwolf? Verletztes Kaninchen, genau so. Oder Hirsch. Soweit, so gut. Entfernung sollte passen. Bis zum Rand ungefähr 50 Meter. Oh Mann. Gerade noch einen Karibu gehört. Warnruf. Wo ich mir dachte, komplett nicht in meiner Himmelsrichtung. Dann der Elch, Warnruf und jetzt das Geheule. Klar, Mann, die Wölfe sind da ja auch scharf drauf. Alter, die Map ist so atmosphärisch, ne? Ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling. Ein ganz anderes Feeling. Mit den Wölfen. Mann, 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 Mann. Auch Warnruf. Warum? Gibt eigentlich keinen Grund. Der Elch da hinten mit dem Warnruf. Ob der vor den Wölfen warnt?
Die Moradi is ready. Let's go. Alter, irgendwo knirscht es. Oh mein Gott, der Bär kommt. Alter. Was hier auch angelockt wird alles, ne? Nee, jetzt sitzt er sich dahin. Hier sind doch noch mehr Schritte. Ich packe jetzt eine. Das ist ja hier, ich bin ja die ganze Zeit komplett unter Anspannung. Kannst du ja nicht ausdenken, ey. Wie in einem Zombie-Film. Hammer. Überall knistert es, vorne faucht es. Nun langt das mal hier. Moradi raus. Im Nahkampf, no scope. Und dann gib ihm. Ist das der Hammer? Und die ganze Zeit kommt nichts. Und das Viech schreit da die ganze Zeit rum. Wie ist ja kirre. Ich habe zwischenzeitlich mal auf das Reh gewechselt. Vom Call. Uff. Das Gequietsche war ja nicht mehr auszuhalten. Ja, das sind natürlich die verschiedenen Predator hier. Also Bären. Wölfe, da vorne liegt er schon. Uff. Aber eben nichts weiter gehört von den Wölfen. Okay, ich glaube, den habe ich ganz gut getroffen. Auch wieder mit der großen. Ja, beide Lungenflügel perfekt. Oh, melanistisch. Weibchen. Ach was. Das ist ja ein Dingen. Das ist ja ein Dingen. Cool. Ja, mitgenommen. Das ist ja ein Dingen. Braunbär. Albinistisch, melanistisch. Das ist ja witzig. Ausgestopft. Dafür spare ich mir doch gerne meine Kohlen zusammen. Ja, witzig. Nice. Hat sich doch schon wieder gelohnt hier. Rentier, na guck. Nervös, kommt wieder. Ich habe es gerade ein bisschen aufgescheucht. Da ist es auch schon. 70 Meter. Einen Sechser. Müsste reichen. Eurasischer Luchs. Losung hatte ich gerade schon gesehen. Mal hier das Dauerrennen ausmachen. So. Da meldet sich auch nochmal der Luchs. Aber das mit dem Rentier, das passt doch auch ganz gut. Da ist es auch schon. Ich habe meinen Hund gar nicht dabei. Ist aber auch, glaube ich, gerade nicht so schlimm. Nachher wird er noch weggefressen hier. Zack. Silberwertung. Gut getroffen. Ja. Effizient. Ab in die Lunge rein. Das erste Rentier in dunkelbraun. Jo, passt doch. Und mitgenommen. Grauwolf, da ist er. 6, schwer 120 Meter. Da hinten ist er. Und da liegen sie. Oh mein Gott. Okay, die holen wir ran. Die holen wir ran. Die ollen Schweine sind auch da. Aber ich will die Wölfe. 4, 5 Tiere, maybe. 1, 2 sehe ich schon liegen. 6er schwer. Hat sie, glaube ich, oh, da ist noch einer. 5er. Weibchen. Oh Mann, da sind sie doch. Da sind sie doch. Okay, wie machen wir das? Ich gehe da vorne in Deckung. Ich stelle hier vorne den Caller auf.
auf 120 Meter, das passt doch. Also, Caller, nee, der kommt hier rechts ein bisschen rüber. So in die Richtung. Ich gehe in die Richtung, damit ich sie im Idealfall, wenn sie dahin laufen, auch leicht seitlich noch erwischen kann. Der Wind steht perfekt. Wir nehmen das große Tier. Verletzter Hirsch. Ich gehe jetzt, glaube ich, da vorne an diesem Baum. Noch reagieren sie nicht. Steht auf, wird wach, denkt sich, na nun, na, na, perfekt. Ist das hier? Ich bin hier nicht safe, ich bin hier nicht dunkel. Noch nicht sicher. Ich bin hier noch nicht sicher. Noch nichts zu sehen. Die Frage ist, wie schwärmen die aus? Das sind 50 Meter, Alter. Oder? Nee, 100. Sounds bekommen. Das klingt ja fies. Doch 100 Meter? Schwer zu sagen gerade. Was sagt die Map? 80, also. Sagen wir mal, wir sind so um die 80 entfernt. Unsicher noch. Naja, knappe 100 werden es schon sein. Ho, ho, ho. Vierer. Deutlich aufbrausender, weniger vorsichtig. Vierer Weibchen. Okay, so schlecht, so sehe ich überhaupt nichts. Oh mein Gott, wo kommt das denn her? Das hört sich ja fies an. Was? Ich dachte schon, jetzt knirscht es gerade aus allen Richtungen. Und dann joggt mich hier so ein Bär um, Alter. Zum Glück hat er mich nicht gehauen, ey. Eurasischer Lux auch nochmal. Schieße jetzt nicht drauf. Ich hatte gerade schon einen neben mir. Wow. Okay, das ist ja wild. Was geht denn ab auf dieser Map? Was geht denn ab auf dieser Map? Abgefahren. Sehr, sehr, sehr cool. Und immer noch leicht rechts von mir gerade noch die Wölfe gewesen. Aber eben auch fliehend. Oh, wie sich das angehört hat. Hammer. Ich bin komplett überwältigt gerade hier von der Map. Macht halt einfach gerade richtig Bock. Weil man einfach auch hier die ganze Zeit dieses Risiko hat, einfach kaputt zu gehen. Das war's. Zack, zack, zack. Kommt da eine Gang von Wölfen. Und die fressen dich einfach auf. Kommt ein Bär vorbei. Und er macht dich einfach fertig. Hammer, viele Luchse hier. Viele Luchse. Da hinten ist er. Zwei sogar. Zweier und Sechser und noch ein Rentier.
Auch auf der Flucht, na, sind da die Wölfe vielleicht? Springt auch gerade weg. Die kommen aber aus der Richtung da hinten. Da. Rentier. Achter, mythischer Luchs. Lol. Vierer Rentier. Was geht denn hier ab? Okay, hier ist ja richtig noch was los. Hier ist ja noch richtig was los. Ich muss mir tatsächlich vielleicht mal hier eine Area suchen. Für noch einer. Alter, wie viele Luchse sind denn hier? Für ein Zelt. Ich kann mir gut vorstellen, hier vielleicht einfach ein Zelt hinzustellen. So ein Tarnzelt. Und dann vom Tarnzelt aus mit dem Caller auf Verschiedenstes zu gehen. Das ist ja der Hammer hier. Das ist ja der Hammer. Irgendeine offene Area, so einigermaßen offen, so wie hier, wo man in alle Richtungen gut gucken kann. Und dann einfach den Caller platzieren und gib ihm. Mythischer Luchs. Wölfe. Recht groß. Ohne Ende Rentiere, Bären. Wahnsinn gerade. Und da sind sie, die Wölfe wieder. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Wie macht man es am besten? Ich würde sagen, ich packe hier nochmal ein. Werde mich hier aber auch nochmal platzieren. In dieser Area. Grauwölfe und so weiter, Rentier. Und werde mir dann hier nochmal gezielt einfach einen Spot aufstellen. Von dem ich aus dann, ja, entweder nehme ich den Hochsitz, wäre wahrscheinlich auch eine gute Idee. Einfach mit diesem Tripod draufhocken und dann von oben aus runter, ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Weil hier auf der Ebene die ganze Zeit ist man, Wildschweine auch hier, ist man einfach immer durch das ultimative Dickicht. Das ist ja die krasseste Map vom Dickicht, ne? Ist man einfach ein bisschen beschränkt. Hammerhart. Ja, so viel dazu. Ich glaube, es war ganz erfolgreich. Wir haben einen Braunbär in Schwarz. Der kommt natürlich direkt ab in die Trophy-Halle. Das ist ja der Hammer. Und dann werde ich mir das hier nochmal im Detail alles angucken. Wahrscheinlich irgendwo hier in der Area einfach einen, ja, einen Jagdspot aufbauen. Schön entspannt, damit man hier ordentlich was wegschießen kann, ohne zu viel Jagddruck zu erzeugen. Nicht, dass dann hier irgendwelche Spots verschwinden, irgendwelche Bedürfnisgebiete, weil ich hier einfach komplett eskaliere. Fände ich schade, so wie das jetzt hier gerade ist, ist das richtig, richtig nice. Wölfe, also alles. Wölfe, Wildschweine, Bären, die Luchse. Und vor allem die ganze Zeit mächtig spannend gewesen, gerade mit den Wölfen. Ich hatte ja einiges rausgeschnitten. Alter, was ein Geweih. Soll ich den noch mitnehmen? Komm, den nehmen wir noch mit. Und der haut schon ab. Mahlzeit. Dich nehme ich jetzt nicht mit hier. Nun geh doch weg, ich will nicht. Na, Feini? Wer ist da hinten noch? Na, was willst du denn? Da ist doch noch einer mit Geweih rumgerannt. Ist das eine kirre Map? Ist das kirre? Also, hier merkt man, dass das Ding überarbeitet wurde, oder? Also vom Gefühl her, wenn ich überlege, letztes Mal vielleicht vor 2 Jahren hier gewesen. Ganz, ganz, ganz anderes Dingen. Haut mal ab, ihr Rentiere, ey. So, also. Und ich hau jetzt auch ab. P
Petri Lümmels. Ach, Petri, sag ich, Weidmannsheil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Und ich habe Bock, hier weiter auf der Map rumzusuchen, aber dann eben auch taktisch richtig gut vorzugehen und gezielt hier, ja, ein paar schöne große Trophys rauszuballern. Mega nice. Also, bis zum nächsten Mal.